Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch mal einen super leckeren Fanta-Grießkuchen und komme zu den Zutaten. Wir brauchen 2 Gläser Mehl. Meine Gläser nehmen 200 ml Wasser auf und 150 Gramm Mehl. Dann brauchen wir ein Glas Grieß, ein Teeglas Joghurt, so ungefähr 100 Gramm, ein Teeglas Orangensaft, ihr könnt frischen pressen oder fertigen nehmen, ein Glas Zucker, ein Glas Öl, 4 Eier, ein Päckchen Backpulver und so eine kleine Flasche Zitronenaroma. Zuerst habe ich die Eier mit dem Zucker cremig geschlagen. Ihr könnt auch ein Päckchen Vanillezucker hineingeben und habe die trockenen Zutaten in einer anderen Schüssel einmal vermischt. Nachdem die Eier schön cremig geworden sind und die Farbe sich geändert hat, habe ich die restlichen flüssigen Zutaten hineingegeben, anschließend die trockenen Zutaten und habe den Teig vorbereitet. Es ist super einfach und schmeckt richtig lecker. Ich habe eine Auflaufform mit Butter bestrichen, habe den Teig hineingegeben und im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad goldbraun gebacken. In der Zwischenzeit bereite ich den Zuckersirup vor. Alle, die Gebäck mit Zuckersirup nicht mögen, können es auch anders essen, zeige ich euch gleich. Für den Zuckersirup habe ich 4 Gläser Zucker, 4 Gläser Wasser in einen Topf hineingegeben und ein paar Tropfen Zitronensaft und 40 Minuten gekocht. Also 4 Gläser Zucker sind so ungefähr 800 Gramm. Dann habe ich den Kuchen aus dem Ofen rausgeholt, mit einem Schaschlikspieß mehrmals eingestochen und gebe Orangensaft darüber. Am besten ist das natürlich, wenn ihr frischen Orangensaft habt, wenn nicht, dann könnt ihr auch fertigen nehmen. Jetzt an dieser Stelle könnt ihr das anders vorbereiten, wenn ihr keinen Zuckersirup mögt, dann könnt ihr den Kuchen richtig reichlich mit Orangensaft einweichen. Und dann Kokosraspeln darüber bestreuen oder Puderzucker. Aber wir essen das gerne mit Zuckersirup, deswegen gebe ich jetzt den kalten Sirup über das heiße Gebäck und lasse es dann in 1 bis 2 Stunden einziehen. Jetzt werde ich den Kuchen einmal für euch anschneiden und probieren. Ich habe den Kuchen dann mit Kokosraspeln und mit reichlich gemahlenen Pistazien dekoriert. Das ist eigentlich ein Klassiker aus der türkischen Küche. Wir sagen Revani dazu, aber diesmal habe ich das mit Orangensaft einfach anders vorbereitet. Und so sieht das Ganze aus. Jetzt werde ich ein Stück für euch probieren. Ich muss echt sagen, das war richtig, richtig lecker. Wie gesagt, wenn ihr keinen Zuckersirup essen möchtet, wenn es euch zu süß oder zu saftig wird, dann einfach mit Puderzucker oder aber auch mit Kokosraspeln bestreuen. So, ihr Lieben, das war's dann heute auch von mir. Ich hoffe, dass euch auch dieses Rezept gefällt. Wir sehen uns dann in einem neuen Video wieder und sage Tschüss!